Schaut man ganz genau durch den Belüftungsschacht auf dem Bürgersteig, sieht man die Wohnung von Frau Hua. Frau Hua wiederum blickt durch ihr Wohnzimmerfenster hoch auf die Straße. Unsere Wohnung liegt unter einer Straße, erklärt sie uns. Aber unterhalb unseres Hauses gibt es noch eine Straße. Wir wohnen also zwischen zwei Straßen. Als sie die Wohnung vor vielen Jahren gekauft hatten, existierte die Straße über ihnen noch nicht. Häuser wie ihres wurden in großer Hast in die Höhe gezogen, weil immer mehr Menschen vom Land in das neue Wirtschaftszentrum hier am Yangtze-Fluss strömten. Der Straßenbau kam nicht hinterher, doch alles war zugebaut. Deswegen schuf die Stadt neue Ebenen, baute Straßen in den Berg. Wohnungen in den höheren Stockwerken, von denen man zuvor in die Berglandschaft blickte, waren nun unterhalb der neuen Straße. Stockwerk 16 der unteren Straße ist nun gleichzeitig der vierte Stock der oberen Straße. Natürlich ist das deprimierend im Dunkeln, so Frau Wu, aber Sie müssten es akzeptieren. Anderen fahren die Autos im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kopf herum, weil das Dach ihres Hauses gleichzeitig als Straße dient. Morgens und abends, wenn viel Berufsverkehr da oben ist, kann es etwas laut sein, sagt Herr Wu, der direkt unter der Straße wohnt. Und auch das spart Platz. Die Linie 2 der Stadtbahn fährt durch den 6. bis 8. Stock dieses Wohnhauses. Und diese schwindelerregende 40 Meter hohe Fußgängerbrücke führt Passanten nicht nur auf die andere Straßenseite, sondern auch vom 13. Stock des rechten Hauses in den 1. Stock des linken Hauses. Und wer dachte, er hätte vom oberen Stock eine bessere Aussicht, bietet nun den besten Einblick. Im 12. Stock wird heute Fernsehen geschaut. Ein Stockwerk darüber lüften Sie mal so richtig durch. Und im 14. Stock trocknet die Wäsche. Nur gut, dass Chinesen es mit ihrer Privatsphäre meist ohnehin nicht ganz so eng sehen.